Servus zusammen. Heute stelle ich euch das Buch Start with Why von Simon Sinek vor. Auf Deutsch heißt es auch Frage immer erst warum. Mein Name ist Alex und auf diesem Kanal findest du Buchzusammenfassungen. Bei den Büchern, die ich aussuche, habe ich immer den kreativen Unternehmergeist im Hinterkopf. Falls dir solche Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch für dieses Video freuen. Zunächst einmal kurz noch etwas zu der englischen Ausgabe bzw. zu der deutschen Übersetzung. Ich habe das Buch im Original im Englischen gelesen und der Untertitel heißt How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. In der deutschen Ausgabe heißt der Untertitel Wie Führungskräfte zum Erfolg inspirieren. Jetzt habe ich mich natürlich so ein bisschen an dieser Übersetzung Führungskräfte von Leader aufgehängt, weil ehrlicherweise Leader heißt übersetzt eigentlich sowas wie Führer, Anführer, Leiter und ja auch Führungskraft. Aber Leader heißt halt so viel mehr. Jetzt wäre eigentlich die korrekte Übersetzung Führer, aber bei uns in Deutschland ist dieses Wort leider ja verbrannt und politisch inkorrekt und man kann es halt nicht benutzen. Traurig ist aber so. Eine Führungskraft ist meiner Meinung nach nur eine Teildefinition von dem, was ein Leader ist. Eine Führungskraft ist meistens damit betraut, Personalaufgaben zu übernehmen und selbst Angestellter eines Unternehmens. Jetzt kann aber der Unternehmer selber, dem das Unternehmen gehört, ist auch ein Leader. Ein Bandleader, jemand, der eine Band anführt, ist auch ein Leader. Ein Künstler ist ebenfalls ein Leader. Und ein Autor kann auch ein Leader sein. Also ist das Wort Leader meiner Meinung nach nicht sinnvoll ins Deutsche übersetzbar, da man ja die naheliegendste Übersetzung leider nicht benutzen kann. Und das sind meistens so Kleinigkeiten, an denen ich mich aufhänge und deswegen für die Originalausgabe in Englisch meistens entscheide. Kommen wir also zum Buch selber. Wieso habe ich dieses Buch ausgewählt und wieso ist es für den kreativen Unternehmergeist sinnvoll? In diesem Buch geht es darum, wie man Menschen inspirieren kann, wie man seine eigenen Werte und Glaubenssysteme erfolgreich kommunizieren kann, um andere Leute anzuziehen, die die gleichen Werte und die gleichen Glaubenssysteme vertreten. Egal in welcher Lebenslage man steckt oder was man beruflich macht, das ist immer eine sinnvolle Fertigkeit, meiner Meinung nach. Noch einen kurzen Abstecher zum Autor Simon Sinek. Simon Sinek ist studierter Kulturanthropologe. Das ist ein Teilgebiet der Ethnologie, was früher auch Völkerkunde hieß, und hat dann später eine eigene Marketingfirma gegründet, wo er dann durch sein Konzept des immer mit dem Warum starten relativ bekannt wurde, was dann dazu geführt hat, dass er dieses Buch geschrieben hat. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass er einen der erfolgreichsten TED-Talks aller Zeiten gegeben hat. Und das hat wiederum dazu geführt, dass er inzwischen sehr viele und sehr große Unternehmen und sogar das amerikanische Militär zu diesem Führungsmodell berät. Kommen wir also zur Prämisse des Buches. Eigentlich ist es eine ganz einfache Idee, die Simon Sinek da quasi entdeckt hat. Und zwar hat er irgendwann festgestellt, dass erfolgreiche Unternehmen und Führungspersönlichkeiten, also Leader, immer auf die gleiche Art und Weise kommunizieren. Sie dachten, fühlten und handelten auf die gleiche Art und Weise und die war völlig gegensätzlich zu dem, was alle anderen taten. Und das nennt Simon Sinek den goldenen Kreis. Er sagt, bei den meisten Organisationen ist es so, dass jeder Mensch weiß, was sie tun, zu 100%. Bei einigen Organisationen wissen die Menschen auch, wie sie es tun. Ob man das jetzt den Wertschöpfungsprozess oder das Alleinstellungsmerkmal nennt, sei völlig egal. Aber nur die wenigsten Menschen wissen, warum sie eigentlich tun, was sie da tun. Und mit warum meint Sinek nicht, dass das Unternehmen einen Profit erzielt. Das ist einfach nur das Ergebnis der Unternehmung. Er will wissen, was ist der Zweck der Unternehmung? Was ist der Sinn der Unternehmung? Welche Glaubenssätze, welche Werte vertritt das Unternehmen? Warum existiert es überhaupt? Dazu fällt mir auch ein schöner Vergleich ein, den ich einmal irgendwo an anderer Stelle gelesen habe. Und zwar kann man ein Unternehmen wie mit einem Auto vergleichen. Und die Profite, die das Unternehmen erwirtschaftet, sind das Benzin, was das Auto benötigt. Das Auto benötigt Benzin, um sich fortbewegen zu können. Genauso benötigt das Unternehmen Profite, also Gewinne, um sich fortbewegen zu können. Aber man hat das Auto ja nicht, um es nur mit Benzin voll zu tanken. Man hat das Auto ja dazu, um von A nach B zu kommen. Genauso ist es, dass man ein Unternehmen nicht nur allein deswegen hat, um Profite damit zu erwirtschaften, sondern das Unternehmen ist dazu da, etwas zu bewerkstelligen, quasi von A nach B zu kommen und die Profite sind einfach nur das, was das Ganze antreibt. Mit dem Unternehmen will man ein Ziel und einen Zweck erreichen und diesen Zweck nennt Simon Sinek einfach das Warum.
Die meisten Menschen handeln, denken und kommunizieren jetzt eben von außen nach innen. Sie fangen mit dem Was an und dann enden sie beim Wie, und das Warum findet meistens nicht mal eine Beachtung. Sie kommunizieren vom Klaren, Deutlichen zum Unklaren, Undeutlichen und Ungreifbaren. Inspirierende Unternehmen und Leader handeln, denken und kommunizieren genau umgekehrt. Sie denken von innen nach außen. Sie fangen mit dem Warum an. Nehmen wir mal Apple als anschauliches Beispiel, weil, glaube ich, die meisten Leute das verstehen könnten. Apple ist einfach eine Computerfirma. Sie haben zumindest mit Computern angefangen. Die meisten Computerfirmen kommunizieren also folgendermaßen. Sie fangen mit dem Was an. Wir sind eine Computerfirma und bauen Computer. Dann kommt das Wie. Wir haben wunderschöne Designs und die Computer sind einfach zu benutzen. Wollen Sie einen kaufen? Apple kommuniziert genau andersrum. Sie fangen von innen an. Sie fangen mit dem Warum an. Apple kommuniziert folgendermaßen. Bei allem, was wir tun, glauben wir daran, dass der Status quo hinterfragt werden kann. Wir glauben daran, dass wir anders denken können. Also der in englischer Sprache berühmte Slogan von Apple, Think Different. Dann erst kommt das Wie. Die Art und Weise, wie wir den Status quo in Frage stellen, ist durch wunderschön designte Computer, die einfach zu handhaben sind. Dann am Ende erst kommt das Was. Wir bauen Computer. Wollen Sie einen kaufen? Das ist eine völlig andere Art der Kommunikation. Es ist zwar total simpel, aber dennoch, die Wirkung ist halt eine ganz andere. Menschen kaufen also nicht das, was wir tun, sondern Menschen kaufen das, warum wir tun, was wir tun. Und eine interessante Feststellung, die Simon Sinek gemacht hatte, war auch, dass er gesagt hat, dass im Grunde genommen die Struktur, die ganz grobe Struktur von unserem Gehirn, genauso aufgebaut ist wie der goldene Kreis. Der jüngste Teil unseres Gehirns, die äußerste Schicht, ist der Neokortex. Das ist der Teil des Gehirns, der quasi dem Was entspricht. Dort liegt auch das Sprachzentrum, dort liegt unser logisches, analytisches Denkvermögen. Das heißt, wir können Zahlen, Daten, Fakten damit aufnehmen, analysieren und etwas daraus machen. Die beiden inneren Kreise, das Wie und das Warum, entsprechen dem limbischen System unseres Gehirns, dem älteren Teil des Gehirns. Und dieser Teil des Gehirns steuert im Grunde genommen unser Verhalten. Es ist für unsere Emotionen zuständig und im Grunde genommen auch für sowas wie Vertrauen und Loyalität. Es bestimmt die Entscheidungsfindung und ist verantwortlich für unser Verhalten, und vor allem, es beinhaltet keine Sprache oder keine Kapazität, Sprache zu verarbeiten. Das bedeutet umgekehrt, wenn wir also von außen nach innen kommunizieren und mit dem Was anfangen, dann kommunizieren wir quasi mit dem Neokortex. Wir können zwar irgendwie übertragen, was wir da sagen, und unser Gegenüber kann das alles irgendwie mit Daten und Fakten verarbeiten, kann irgendwie versuchen, daraus etwas zu machen, aber es steuert nun mal nicht sein Verhalten, nicht die Entscheidung, die er treffen wird, denn diese wird im limbischen System getroffen, was die Emotionen steuert, und das bedeutet, wenn wir von innen nach außen kommunizieren, heißt es, dass wir das limbische System ansprechen, was im Grunde genommen die Entscheidung letztendlich fällt. Wir können es auch Bauchentscheidung nennen, und im Nachhinein kann das logische System, der Neokortex, eigentlich nur rechtfertigen, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Im Grunde genommen ist das eine ganz simple Idee. Man könnte auch sagen, dass Simon Sinek sein Studium und seine Erfahrung als Kulturanthropologe vermischt hat mit seiner Marketing-Expertise, um diese einfache Idee wirklich mit Klarheit zu kommunizieren und daraus etwas zu machen, was einen gewissen Wert hat. Das war eigentlich auch schon der komplette Kern des Buches. In dem Buch erzählt Sinek natürlich auch noch viele Geschichten, alles rund um Leader und Leadership, also um Führung. Man könnte auch sagen, dass diese Geschichten einfach dazu beitragen, die Idee noch mehr zu vertiefen. Einigen Leuten mag das vielleicht etwas langatmig und langweilig vorkommen. Ich persönlich fand die Geschichten sehr unterhaltsam, sehr interessant. Sie waren auch wirklich inspirierend und sie haben auch dazu beigetragen, dass ich diese Idee, dieses Konzept des mit dem Warum anfangen, noch tiefer verstanden und verinnerlicht habe. Falls das Buch euer Interesse geweckt hat, werde ich euch wie immer unten einen Link dazu dalassen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr einen Buchwunsch habt, den ich euch hier vorstellen soll und welcher das sein soll. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.